Wegen der eingeschränkten Gasverfügbarkeit ist die Situation der Energieversorgung in Jena sehr ernst. Deshalb muss nun auch auf kommunaler Ebene gehandelt werden. Die Stadt und die Stadtwerke informierten heute Nachmittag in einem Online-Pressegespräch über die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt. Derzeit befinden wir uns in der zweiten Stufe des Notfallplans Gas der Bundesregierung, in der sogenannten Alarmstufe. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Aktuell sind Gasmengen am Markt verfügbar und werden eingespeichert. Sollte sich die Lage verschlimmern, so kann die Bundesregierung per Verordnung die dritte Stufe, die sogenannte Notfallstufe, ausrufen. Notfallstufe bedeutet, dass wir sozusagen das aktive Handeln aus der Hand geben müssen und die Bundesnetzagentur wird der Bundeslastverteiler und übernimmt die Verteilung der Gasmengen in Deutschland. Das heißt, sie würde an alle Verteilnetzbetreiber die Mengen durchgeben, die abzuschalten, sprich einzusparen sind. Und wir würden das nur noch, wir würden Aufforderungen bekommen und am Ende entsprechend Kunden von uns abschalten müssen. Die Stadt hat frühzeitig geprüft, welche Energiesparmaßnahmen und Potenziale es im öffentlichen Raum und innerhalb der Verwaltung gibt. Am Mittwoch wird dem Stadtrat eine Berichtsvorlage über die bereits ergriffenen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Abschaltung der Beleuchtung, vorgelegt. Aber auch die Reduzierung von funktionalem Licht, insbesondere, da wird der erste Baustein sein, Stadtroder Straße, wo nur noch Kreuzungsbereiche beleuchtet werden. Eine Maßnahme, die in dieser Woche noch starten wird. Wir sind da in den Endzügen der Vorbereitung. Wir warten dazu noch den Mittwoch-Stadtrat ab, damit das nochmal auch breite Öffentlichkeit erreicht und wir nicht am Ende am Freitag ansonsten 100-mal besorgten Bürgern die Frage beantworten müssen, warum ist denn jetzt auf der Stadtroder Straße plötzlich das Licht aus? Sollte der Stadtrat am Mittwoch grünes Licht geben, dann soll in dieser Woche bereits das Förderprogramm Solarstrom starten. Damit können etwa 200 Megawattstunden Energie pro Jahr eingespart werden. Aktuell arbeitet die Stadtverwaltung daran, ein Informationsportal auf der Website der Stadt einzurichten. Dort sollen dann alle Informationen zum Thema Strom und Gas gebündelt werden. Vor allem aber setzen Stadt und Stadtwerke auf die Jena. Jeder einzelne Bürger ist aufgerufen, so viel Strom wie möglich zu sparen.